So, ist jetzt besser. Ist jetzt cool. Manchmal hat OBS anscheinend das Problem, dass wenn man auf Stream drückt, dass dann irgendwie nur schwarz gesendet wird. Das ist ein bisschen schade. Das ist nicht so schön. Jetzt geht's. Ich habe nichts gemacht. Ich habe beim ersten Mal auch einfach auf Start Streaming geklickt. Und tja. Naja. Okay, gut, wenn es jetzt weitergeht. Also, gleich. Gleich, alles wird gut. Die Forschungsstation haben wir uns jetzt hier mal gerade angeguckt und diese nette Dame, die hier steht, ist unsere Forschungschefin. Die hat alles, was mit Forschung zu tun hat, unter sich. Und jetzt können wir uns überlegen, was wollen wir denn forschen? Wollen wir Xenobiologie anfangen zu erforschen? Waffen oder die Alien-Materialien? Ich wäre für Waffen, dass wir möglichst früh andere Waffen als unsere billigen Scheiß-MGs haben. I agree. That does seem to be the most pressing of our current research options. We'll begin immediately. I will notify you when a complete report is available. Guti. So, jetzt gucken wir uns doch mal in unserem Engineering um. Ah, Commander. I was wondering when you'd be stopping by. Welcome to Engineering. Anything they can dream up in the research labs, we can build it here. Speaking of which, Dr. Valen has just sent us some new schematics. With your approval, we will begin fabrication. So, das in unsere Werkstätten, dort können wir Dinge bauen. Und zwar können wir Anlagen We've still bauen. got some room to grow up here, but if we really want to expand our facilities, we're going to have to start excavating beneath the base. Unfortunately, the deeper we go, the more it's going to cost. Und das sind unsere Felder, wo wir Sachen bauen können. Das ist übrigens eine Seitenansicht. Das wäre immer tiefer. Hier ist links, hier ist rechts, hier ist oben, hier ist unten. So, hier haben wir schon einen Platz, wo wir was bauen können. Unsere Officer Training School haben wir schon hier stehen. Und was können wir denn im Moment bauen? Eigentlich nur einen Satelliten-Uplink. Das ist eine Satellitenkontrollstation, die wir brauchen, um Satelliten überhaupt benutzen zu können. Jede von diesen Teilen macht halt zwei Slots, glaube ich, für Satelliten. Das ist halt Strom, ist klar, wir brauchen Strom. Hier, wir haben 25 von 37 im Moment. 25 werden genutzt, 37 haben wir gesamt. Und dann gibt es auch noch diese speziellen Thermogeneratoren. Das sind super Stromaggregate, die allerdings nur auf diesen Dampfteilen gehen. Die kann man nur auf diesen Feldern bauen. Diese Hohlräume sind halt Platz, wo wir bauen können. Diese Wände müssen wir erst ausgraben. Dann werden die zu Hohlräumen, dann können wir dort was reinbauen. Und wir können nur an angrenzende Felder. Hier können wir nichts machen, weil wir das hier noch nicht fertig gemacht haben. Also, so, mit was fangen wir denn an? Ich wäre dafür, ich baue hier doch schon mal direkt so Strom. Kostet auch nur 60. Weil Strom braucht man früh genug. So, für den Moment reicht das mal gerade. Bauen muss man nicht so super viel meistens. So, hier können wir auch Items bauen. Gehen wir mal zuerst hier hin. Das sind an und für sich Raumschiffe, Flugzeuge etc. Und Satelliten können wir hier bauen. Kosten 100. Und wir können direkt schon mal nicht einbauen. Wie er schon sagt, wir könnten keinen weiteren Satelliten in den Raumschiff, in den Weltraum schießen, weil wir keine Kontrollstation dafür haben. Nicht genug. So, und hier können wir Items bauen. Dort kommen unsere Waffen hin, neue Rüstungen, blablabla, tolle Granaten. Aber im Moment haben wir da nur Medkits. Und Medkits sind natürlich geil. Da machen wir mal ganz ehrlich 4 Stück direkt. So. Die waren jetzt instant gebaut. Es gibt Sachen, die brauchen eine Zeit zum Bauen. Es gibt Sachen, die sind instant. Die kauft man quasi einfach nur. Die haben wir jetzt quasi gekauft. Die haben wir jetzt schon. So, dann haben wir die Baracken. In der Baracke können wir unsere Soldaten ansehen. Das sind alle, die wir im Moment haben. Mit Rang, mit Nationalität, Name etc. Namen ändern wir gleich, dann werdet ihr die Opfer. Das ist unsere Officer Training School. Dort können wir noch Dinge freischalten. Einfach gegen Geld oder. Ja, was heißt oder? Und erst wenn Soldaten einen bestimmten Rang erreicht haben. Das heißt, wenn wir den ersten Sergeant mal kriegen, dann kriegen wir dieses Upgrade freigeschaltet und können es kaufen.
Und die zwei sind natürlich die wichtigsten, dass man anstatt mit 4, mit 5 oder mit 6 Leuten in einen Kampf ziehen kann. Das ist natürlich das Wichtigste. Und dann hätten wir da noch einige, dass alle Soldaten automatisch auf Rang 2 zu uns kommen, dass sie sich schneller wieder erholen zwischen den Kämpfen, dass je höher ihr Rang ist, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie tödliche Angriffe überleben. Das ist natürlich sehr geil, 25% Erfahrung. Und sie kriegen einen größeren Willensbonus bei jeder Gedingenste. Wille wird später nochmal relevant in Zukunft. So, Memorial. Hier werden unsere Toten geehrt. Also, Sergio hat's hinter sich. Er stand vor dem explodierenden Truck. Das war dumm. Hier können wir neue Soldaten kaufen. Wir können nichts aussuchen. Wir können einfach nur sagen, wie viele wir haben wollen. Und dann kriegen wir einfach irgendwelche random Leute zugeschickt mit einer zufälligen Klasse und blablabla alles. Es gibt im Gegensatz zum originalen XCOM keine Baracken zum Bauen. Wir haben automatisch 99 Slots verfügbar. Und wir haben auch nur diese eine Basis. Wir können keine zweite Basis gründen im Spiel. Es gibt immer nur diese eine feste. So, Mission Control machen wir später. Hier haben wir noch den Hangar. Da gibt es natürlich nicht so viel zu sagen. Hier sind halt unsere Abfangjäger. Es gibt keine Truppentransporter als Schiffe, sondern es gibt nur einen Truppentransporter, weil wir nur eine Basis haben und der ist unverwundbar quasi. Die einzigen Flugzeuge und Schiffe und etc., die wir hier verwalten müssen, sind die Abfangjäger, die gegen fliegende UFOs kämpfen. Es ist halt simpler. Ihr wisst, es ist vereinfacht worden. Der Situation Room ist im Moment ausgeschaltet, der kommt dann gleich dazu, weil wir noch so in der Halb-Tutorial-Phase sind. Die echten Tutorials sind zwar abgeschaltet, aber wir können trotzdem da alles. Und hier, der Raum mit dem schönen Globus, ist unser Hauptraum, das ist Mission Control. Können wir hier draufklicken oder unten der Button, wäre das gleiche gewesen. So. Toll, warum schickt es mich hin, wenn das eh nichts ist? Hier sehen wir die Welt. Wir sehen, hier ist unsere Basis. Sind wir in Japan? Ne, Japan ist hier oben. Japan überwachen wir aber. Wo sind wir? Mitten in der Pampa? Ist das ein Land? Ich weiß es gar nicht. Hier ist ein Satellit, den wir sehen, und der überwacht, wie man sieht, Japan. Das heißt, Japan ist ein tolles, fröhliches Land. Hier in den USA steht was. Hier in Südamerika steht was. Hier steht was, hier steht was. Weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was die Dinger darstellen sollen. Hier läuft die Zeit im Schneckentempo, wenn wir in diesem Screen sind. Hier kann man ein bisschen Cyberblabla anmachen. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat. Ich glaube es nicht. Es sieht einfach nur witzig aus. Kann man auch ausmachen. Hübsch. Ne? So, und dann können wir auf Scan for Activity gehen. Das macht halt einfach Zeitraffer, dass wir innerhalb von 3 Sekunden oder so einen Tag wegscrollen. Und das passiert dann so lange, bis entweder was passiert, nämlich bis hier entweder eine unserer Sachen fertig ist, oder bis halt was gefunden wird. Irgendwo jemand uns anruft und sagt, hallo, bei uns laufen Aliens amok, oder bis einer unserer Satelliten ein UFO entdeckt oder sowas in die Richtung. Und sonst gibt es im Moment fast nichts anderes zu tun, fast hätte ich vergessen, euch zu opfern. Also, Soldaten. Wir haben einen großen Haufen unbekannter Leute, die keine Skills haben, und einen Supporter und einen Sniper. Jetzt sagt mir schon mal an, wer... Ich weiß gar nicht, ob ich das Geschlecht von Soldaten ändern kann. Also man kann hier extra Customize machen, dann kann man Vorname und Nachname ändern. Man kann die Rasse ändern, aber ich glaube das Geschlecht nicht. Man kann die Stimme sogar ändern. Also Männlein, Weiblein kann ich wohl nicht ändern. Aber... gut, Nationalität auch nicht. Ah ne, doch, Nationalität geht. Nur das Heimatland kann ich nicht ändern. Was ist das? Weiß nicht. Ist das Italien? Weiß nicht. So, jeder kriegt irgendwann Skills. Sobald ein Depp, sage ich jetzt einfach mal, quasi eine Mission mitgemacht hat, kriegt er fast garantiert automatisch eine Beförderung. Und dann hat er auch eine Klasse und Skills. Also ganz gechillt. Jeder kriegt Skills. Spätestens wenn wir das eine Upgrade freigeschaltet haben, dann kriegt jeder automatisch Skills und fängt direkt mit einer Klasse an. So, also. Ups.
Sagt mir, wie ihr euch entschieden habt. Wer wird oder was. Oder ob ihr euch um Geschlechter überhaupt kümmert oder ob wir sagen, Geschlechter existieren nicht. Wir sind Unisex. Die Ops bestimmen das. Hier haben wir eine Chinesin. Wer möchte diese Support-Chinesin sein? Die wird zum Heilen genutzt, das kann ich schon mal direkt sagen. Aber die kann auch kämpfen. Du bist kein Op-Wolfskin. Die Ops bestimmen, wer was wird. Ich tue das nicht. Frag Ditta oder Schulk oder Unholy oder Vampi ist auf K. Vampi bestimmt's auch nicht, die macht nicht mit, denke ich. Also, ihr macht das. Nicht ich. Ich habe nichts zu sagen. Ich mache nur das, was die Ops sagen. Schulk ist nicht da, denke ich. Unholy schreibt im Moment wohl gerade nichts, ist wohl im Moment auch nicht da. Dann hängt's an dir, Ditta. Du musst das bestimmen, sag was. Nickname weiß ich gar nicht genau, wie er funktioniert. Kann ich wohl nicht bestimmen. Weiß nicht, wie das geht. Also es gibt später Leute mit Nicknames. Manchmal kriegt man Soldaten geschenkt als Belohnung für eine bestimmte schwere Mission oder so. Und die haben dann schon automatisch einen Nickname, aber anscheinend kann ich den nicht bestimmen. Ich kann nur die normalen Namen bestimmen. Hm. Schwarze Chinesin. Hm, können wir auch machen. Finsterdrache. Okay, wie machen wir das? Mit Vorname, Nachname. Sollen wir einen gemeinsamen Nachnamen oder einen gemeinsamen Vornamen für alle wählen und dann der Nachname wird der Chetnik? Oder hat jemand eine schlaue Idee, wie wir das machen? Ich will jetzt nicht Vorname Finster, Nachname Drache machen, das ist scheiße. Ich könnte doch einfach Vorname Chatter für alle machen oder sowas. Ach, Mister. Mister ist scheiße. Sollen wir Chatter? Oder. Ja, Vorname bei allen gleich oder Nachname bei allen gleich? Minion? Nee, Minion ist blöd. Also ich mach mal gerade vor. Ach, nicht mach nach. Mal gucken, wie das dann in der Liste aussieht. Ja, die sind so sortiert. Also der Vorname ist bei allen zuerst gleich. Nachname bei allen gleich. Okay, können wir machen. Dann ist schon mal der Vorname Finsterdrack. Länger ist leider nicht. Ja. Dann bist du jetzt Finsterdrack, hä? Und der Nachname. Hat jemand einen schlauen Vorschlag mit dem Nachnamen gemacht? Ne, bei langen Namen muss nicht geteilt werden, wenn alle den gleichen Nachnamen haben. Rot Deathwing. Das ist eigentlich ganz cool. Wenn ihr es okay findet, können wir es lassen. Kann ich mitleben. Okay, ich glaube, am Aussehen basteln wir jetzt nichts rum. Ist eh scheißegal, oder? Macht im Kampf ja eh keinen Unterschied mehr. So, das Loadout editiere ich gerade noch. Ich will nämlich keine Granate für dich mitnehmen, sondern du kriegst ein Medkit mit. Um genau zu sein, mache ich das mal bei den ersten vier Leuten allen so, dass die ein Medkit mitnehmen, weil Granaten sind blöd. Granaten gehen erstens nur einmal pro Runde, zweitens retten die keine Leben. Drittens machen die, dass wir keine Leichen oder was mit nach Hause nehmen können und dann werden unsere Forschungsleute sehr, sehr böse. So, wir haben einen Sniper. Wer ist der Sniper? Oder die Sniper. Wir haben einen Sniper, sagen wir es so. Aus irgendeinem mir unbekannten Land. Aber ich kenne ja eh niemanden.
Bridget. Nein, nicht Bridget. Das System scheint momentan zu sein, dass Didda einfach die Leute fragt. Das System von meiner Seite her ist, irgendjemand anderes, der Ob hat, muss bestimmen, wer was wird. Es wird noch mehr Sniper geben, keine Angst. Ich mache es im Normalfall eigentlich gern so, dass ich 2 Sniper in jedem Missy mitnehme später, wenn ich 6 Leute habe, weil Sniper sind sehr, sehr immer. Takar gewinnt, alles klar. Takar. So, wir haben noch mehr Leute. Der dritte Char ist auch eine Dame. Noch ohne Klasse. Also jetzt geht schon das Klassenroulette los. Das kann alles werden. Das kann Heavy, Support, Assault, Sniper. Ich glaube, das war's. Nur die 4 Klassen, ne? Ja. Bestimmt schon mal die nächsten Namen. Ich benenne hier schon mal alle mit Blablabla. Ping mich bitte an, Didda. Ihr spammt gerade ein bisschen. Ich gucke gerade nicht genau hin, weil ich hier umbenenne. Also ping mich an, welcher Name als nächstes verwendet wird, bitte. Heidi Olsen. Die Claudia. Claudia, du bist ein süßer Stern für mich und ich liebe dich. Und Jacqueline auch. Kennt das noch jemand? Du sollst mich anpingen, Didda. Ich krieg sonst nicht mit, was du schreibst. Ihr schreibt zu viel. Für einen Moment. So, die beide haben wir, also hier geht's weiter. Ockert wird irre. Ja toll, ich weiß nicht, welche Flagge was ist. Sorry. Geografie ist meine sehr schwache Seite. Also Ciara hier ist Ockert. Alles klar. Alles klar. Dann haben wir Boris. Genosse Premier. Wenn Boris mal kein Heavy wird, wenn ich mir den so schon angucke. Du hast mich schon wieder nicht angepinkt, Didda. Emily. Also Wolfskin wird Emily. Schreib doch deutlich. Ah ja. Du hast doch kein Ah ja in der Box. Ah. Irre. Ist doch egal, ob es Frauen oder Männer sind. Was ist denn das für ein seltsamer Ping? Was geht denn jetzt ab, Didda? Was wird denn das? Was tust du? Heidi! Du kannst übrigens auch selbst, Didda, ne? Ist kein Problem. Darfst dich auch selbst bestimmen, habe ich kein Problem damit, wenn du willst. Die einzigen zwei, die auf keinen Fall genommen werden, sind ich und Schulk. Nee. Sagen wir ich und Q. Ich wollte Q sagen. Warum habe ich Schuld gesagt? Ich habe Schuld diskriminiert. Das war gar keine Absicht. Ich mache keinen Jan-Unterstrich. Kann's vergessen. Hol dir einen gescheiten Namen. Ja, Delay ist größer mit OBS. Ist nett zu ändern. Wir müssen uns damit arrangieren. Ist halt so.
Im Kampf ist der Delay ja nicht mehr so schlimm. Dort gibt's nicht so viel zu entscheiden. Alles wird gut. Bewahren Sie Ruhe. Ich hol Hilfe. Nein, ich schreibe keine Großbuchstaben mitten in den Namen rein. Nehmt euch gescheite Namen. Sag ich doch die ganze Zeit. Naldi, ich hatte immer ein anderes Bild von dir. Muss ich sagen. Naja, so kann man sich irren. Da gab's auch mal so eine Anekdote in der Arbeit mit, wir haben mal gewichtelt an Weihnachten. Über Firmen, bevor die Firmen zusammengeschlossen wurden. Und hat ein Kollege aus dem Hut, wir haben halt Namen gezogen und kennen die Leute nicht aus der anderen Firma, und dann hat ein Kollege rausgezogen, Valerie, und dann dachte er, eine Valerie, sowas. Das ist ja nicht schlecht, und was schenke ich denn der und so. Ich weiß nicht, weiß jemand, wie alt die ist und bliblablo. Und dann hat er sich schon schöne Pläne zurechtgelegt. Hinterher hat sich dann rausgestellt, okay, Valerie ist ein 2 Meter großer Russe. Das ist dort auch ein Männername. Gut, dass er sich dann doch für ein geschlechtsneutrales Geschenk entschieden hat. Es wäre vielleicht übel ausgegangen. So, wer wird? Vasili wird Desmoplakin. Habe ich es richtig geschrieben? Ja, habe ich. Sind wir durch? Nein, fehlt noch Claudia. Claudia ist die Letzte. Claudia ist das Letzte. Hey, ein On-Zuschauer. Jetzt habe ich einen On-Zuschauer auf Twitch gestreamt. Jinjax, schreibt er sich so. Jinjax. Ja, alles klar. So, wir sind durch. Das heißt... Mahlzeit. Es kann losgehen. Naldi ist schon Kali. Naldi ist... Wart, guck, hier. Naldi. Da ist Naldi, sieht man doch, oder? Ist doch eindeutig. Ähnlichkeit ist unverkennbar. Gut. Das heißt, wir haben jetzt nichts zu tun, als einfach zu warten, bis was passiert. So. Nun gibt's Meldungen über Aliens. Das passiert relativ regelmäßig. Das Problem an der Sache ist, die sind jetzt an 3 Orten gleichzeitig und wir können nur an einen gehen. Das heißt, 2 Länder werden böse auf uns, weil wir nicht zu ihnen kommen, obwohl sie um Hilfe rufen. Jetzt können wir schauen, wohin gehen wir. Abductions in progress are marked on the hologlobe. So, es gibt jetzt 3 Länder, wo wir hingehen können. Und dabei gibt es 3 Dinge zu bedenken. Erstens, dieser Panikbalken. Jedes Land hat einen Panikbalken. Je höher dieser Balken geht, desto mehr ist das Land in Panik und hat riesige Angst vor den Aliens und ist böse auf uns. Gut, der Chat ist da ein bisschen davor. Das ist Chicago, United States, Kaduna, Nigeria und Rosario in Argentinien. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. So. Also, dieser Panikbalken. Jedes Mal, wenn wir einem Land nicht helfen, steigt dieser Panikbalken. Wenn dieser Panikbalken voll ist, ist das Land kurz davor, aus dem gesamten XCOM-Projekt auszusteigen. Wenn ein Land aus dem XCOM-Projekt ausgestiegen ist, ist es für immer aus dem Spiel raus. Wenn zu viele Länder aussteigen, und ich glaube 8 Stück an der Zahl, ist das Spiel zu Ende und es ist Game Over. Das heißt, das ist an und für sich eine Game Over-Bedingung. Das ist, glaube ich, sogar nur die Game Over-Bedingung. Diese Panik. Dann gibt es die Missionsschwierigkeit. Hier ist Mittel, Easy, Mittel. Gut, ist...
ist halt natürlich relativ, kann man so auffassen, wie man will, mit moderat. Und es gibt unterschiedliche Belohnungen für die verschiedenen Missionen. Hier kriegen wir 4 Ingenieure, die machen, dass wir schneller Dinge bauen können in unserer Engineering und die Sachen billiger sind, die wir bauen oder kaufen. Also auch Gebäude sind dann billiger zum Bauen. Hier für Nigeria kriegen wir 4 Wissenschaftler, dann ist unsere Forschung schneller. In Argentinien kriegen wir einfach 200 Paragraphen. Warum auch immer, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Also, was wollen wir haben? Sowas dürft ihr bestimmen. Panik haben sie alle gleich, ist also von daher egal. Machen wir die leichteste Mission? Wollen wir Ingenieure? Wollen wir Wissenschaftler oder wollen wir Kohle? Steak, 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 Steak. Ich nehme an, ihr wollt Argentinien, hä? Ach, scheiß Abstimmungen immer. Wie kann ich scheiß Abstimmungen im Chat machen? Ich will nicht den Chatbot jetzt wieder dazu packen. Ups, macht euch Gedanken um Abstimmungen. Sind 200 viel? Ja, also die 4 Medkits, die wir jetzt gebaut haben, haben zum Beispiel 100 gekostet und der neue Reaktor, den wir bauen lassen, hat 60 gekostet. Also, ist relativ. Ist immer relativ. Hängt davon ab, was man machen will. Einen neuen Satelliten zu bauen kostet 100 zum Beispiel. Nein, wir suchen uns jetzt eine dieser 3 Missionen aus und alle 3 finden gleichzeitig statt. Das heißt, wenn wir zu der einen fliegen, dann wird in den beiden anderen Teilen randaliert und die Panik steigt und die Leute mögen uns nicht mehr ganz so viel. Es ist nur nicht schlimm, wir können beim nächsten Mal dann zum Beispiel nach Nigeria und dann sind die wieder cool. Dann mögen die uns wieder, ist alles wieder gut. Aber ja. Für einen Moment suchen wir uns aus, einer von denen mag uns, die anderen 2 nicht mehr. Zumindest nicht ganz so sehr. Nein, Schwierigkeit und Panik sind nicht unbedingt gekoppelt. Es gibt wohl eine Korrelation mit einer gemeinsamen Basis, aber sie sind nicht direkt gekoppelt. Ach so, meinst du? Nö, ich glaub's nicht. Ich glaub nicht, dass das gekoppelt ist. Ich weiß es aber nicht. Könnte sein, weiß nicht. Ist wurscht, im Prinzip. Na, alles okay bei dir? Stunde am Telefon gewesen, hm? Ja, eigentlich schon eine halbe. Trotzdem noch alles okay? Der ganz normale Wahnsinn. Ach so, alles klar. Mein Nachhilfeschüler hat mich noch nicht angeschrieben. Mal gespannt, wann der kommt. Rein theoretisch erwarte ich für um 1 Uhr einen Nachhilfeschüler. Aber, bisher meldet er sich mal noch nicht. Ich werde schon merken, wenn er da ist. Ihr bestimmt, wo wir hingehen. Ihr seid die, die dort sterben werden. Wir kriegen immer am 1. des Monats das Geld von allen Ländern, die uns mögen, überwiesen. Am 1. des Monats gibt es immer Geld. Aber der 1. des Monats ist halt natürlich lang hin. Du hast gesehen, wie die Tage scrollen. Also es sind schon 5-6 Kämpfe pro Monat, bis wieder ein neuer Monat zu Ende ist, normal oder so. Ah, und was es auch noch gibt, wir können Dinge verkaufen. Wir können zum Beispiel Alienleichen oder so einen Müll, den wir aus einer Mission bergen, verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Sind aber nicht viel wert. Also jetzt zum Beispiel die Aliens, die wir hier haben, sind glaube ich 5 wert pro Leiche. Also ja, ist ein kleiner Nebenverdienst, sag ich mal. Ingenieure können wir nicht kaufen. Die können wir nur so als Belohnung kriegen. Genauso wie Wissenschaftler. Die kriegen wir pro Monat auch von den Ländern gespendet dabei, zusammen mit dem Geld, mit der Monatsabrechnung. Kriegen wir auch mehr Leute jedes Mal. Oder wir kriegen sie halt für so Events, wenn wir uns für so eins nehmen. Dida will die Ingenieure nehmen. Das waren die USA, ne? Bestimmt Dida das jetzt? Mir ist wurscht. Mir ist das egal, ich mach das, was ihr sagt. Wir brauchen aber dringend irgendeine Abstimmungsmöglichkeit. Ja, Ingenieure sind auch von Vorteil, aber
überschätzt nicht, wie viel Vorteil die Ingenieure jetzt bringen. Klar, wir brauchen, wie schon Verbelius oder was gesagt habe, für bestimmte Bauprojekte eine Mindestanzahl. Das können wir es überhaupt gar nicht bauen, aber da werden wir kein Problem damit haben, denke ich. Das kriegen wir. Und das mit dem Rabatt, also wenn wir 40, 50 Ingenieure mal zusammen haben, ich glaube, wir haben jetzt 20, dann kriegen wir so 10% oder 15% Rabatt auf alles. So viel ist das auch nicht. Forschung macht halt die Forschung schneller und wir forschen fast immer irgendwas. Wenn wir irgendwann mal nichts mehr zu forschen haben, dann wissen wir, dass das Spiel beinahe durchgeschafft ist. Ansonsten haben wir immer was zu forschen. Und Geld ist halt Geld, ist klar. Geld geht immer. Ich brauche endlich irgendeinen scheiß gescheiten Chatbot, den ich immer laufen lassen kann. Ich will es ja nicht entscheiden. Ihr spielt das. Das ist ein Community-Spiel. Ihr entscheidet, wo wir hingehen. Ja, Geld hat man immer zu wenig. Zu viel Geld gibt's nicht. Gibt immer was Sinnvolles mit Geld anzufangen. Immer. Aber zu viele Wissenschaftler gibt's per se auch nicht unbedingt. Mach Argentinien und ab dafür. Okay, Herr Ditter hat's bestimmt. Wir fahren jetzt dorthin. So, wer geht denn mit? Rookie Deathmig, Squaddy Deathmig, Squaddy Deathmig, Squaddy Deathmig. Wir haben etwas nicht bedacht. Wir sollten vielleicht die Namen doch abändern. Okay, das war vielleicht suboptimal. Ja, toll. Copy-Paste geht nicht. Ah, wie schlau. Wer bist du? Finsterdrack. Ach, Nachnamen dürfen länger sein. Ha, perfekt. Nur der Vorname ist gekürzt. Ah, herrlich. Wie sich manchmal einfach so alles ergibt, oder? Nee, nee, nee. So ein Scheißkinders. Ehrlich mal. Ach. Okay, so, also, das Spiel hat mir jetzt 4 Leute zufällig bestimmt, die ich mitnehme. Was heißt zufällig bestimmt? Das sind die 4 obersten in der Liste. Von oben nach unten wird immer die Party bestimmt. Und die sind auch noch rangsortiert. Das heißt, standardmäßig werden in jede Mission die stärksten Leute, die wir haben, mitgenommen. Machen wir jetzt im Moment auch mal gerade so, weil jetzt war ja noch niemand, der einen Namen hatte, wirklich irgendwo unterwegs. Aber an und für sich können wir später auch schauen, dass wir verhältnismäßig gleichmäßig immer ein paar Rookies mitnehmen, dass jeder mal eine Missy gemacht hat. So, das kann man wegdrücken, dieses Flugzeugvideo, das muss man nicht sehen. Das hier nicht? Das ist ein langer Weg. Das ist ein ziemlich langer Weg. Wäre andersrum nicht vielleicht schneller gewesen? Egal. So. We're moving into Argentina next. The threat there seems to be the most pressing. Einfach wieder eine Deathmatch-Mission. Wenn es mal keine Deathmatch-Mission ist, werden wir es erfahren. So. Dann gucken wir mal, in welche Richtung die Ränder der Karte gehen. Wir sind unten im Eck. Ja. Das heißt, es geht nach links nur ein Stück. Hier ist schon die Wand. Man sieht so ein bisschen den Elektrozaun, der das Spiel eingrenzt. Das heißt, an und für sich geht es in der Karte nach oben. Hier so nach Nordosten. Das heißt, in diese Richtung orientieren wir uns auch mal.
Jeder hat ein Medkit dabei. Ah, Sniper. Okay. Tja, Sniper haben eine Besonderheit. Die können nämlich nicht diese Nummer mit einmal laufen und dann dort, wo sie hingelaufen sind, schießen. Sniper können nur schießen, wenn sie sich noch nicht bewegt haben in der Runde. Sniper haben da so ein bisschen besondere Bestimmungen. Okay, noch nichts passiert. Tja, der Weg hier ist ein bisschen lang. Stellen wir doch mal unseren Sniper hier, den Takar, oben auf das Teil drauf. Von dort hat er nämlich eine herrliche Aussicht und kann schön snipern. Hoffentlich wird er nicht abgeschossen, weil er so schön auf dem Präsentierteller steht. Ich sehe zwei Aliens. Zwei Sektoiden. Tja, da oben steht er und ist nicht in Deckung. Das heißt, er wird geil schießen können und wird geil beschossen werden können. Ihr bewegt euch bitte da nach vorne in Richtung der Gegner. Egal, ob ihr für einen Moment in Deckung seid oder nicht, aber ihr müsst einfach näher dran. Guck mal, Takar wird beschossen. Vorbei. Und der andere? Ja, wenn jemand komplett frei ohne Deckung da steht, dann ist der natürlich ein Primärziel, ist klar. Der ist dann sehr, sehr, sehr lecker als Ziel. Aber dafür kann er jetzt auch schießen. Und Sniper können das ziemlich gut. Einen hätten wir schon mal weg. Jetzt können wir mit Ocket uns auch dort oben hinstellen innerhalb einer Runde. Und können jetzt mit dem Medkit diesen Schaden wegheilen, den Takar bekommen hat. Das ist einfach so ein Heilspray, wie auch immer das funktioniert. Das heilt 4 Schadenspunkte, jedes Mal. Aber man kann es nur einmal pro Kampf und Mann einsetzen. Das heißt, Ocket hat jetzt sein Heilspray für diese Runde verbraucht und kann nicht mehr heilen. Die Supporter kriegen später ein Skill, dass sie 3-mal pro Kampf heilen können, anstatt nur einmal. Deswegen sind die halt die Heiler. Hat er gut gemacht, der Herr 360. Für den Moment sind wir feindlos. Das heißt, schön. Perfekt. Nichts ist passiert, es geht uns gut. Also, Takar, du kämpfst jetzt hier oben. Tja, hier links könnten durchaus auch noch Gegner sein. Wohin gehen wir denn da am besten? Stell du dich mal hier hin, Ocket. Zack. Du bewachst mal da so ein bisschen. Bewachst die Flanke vom Takar. 360, ja, hier gibt's keine gute Deckung für dich, um vorzurücken. Das gefällt mir nicht so. Drache, wann du mal hier vorne hin. Du hast ja Sniper-Deckung, immerhin. So, du stehst da und... Ach was, du gehst einfach dazu. So. Im Normalfall laufen uns keine Gegner ins Sichtfeld, die wir nicht zuerst entdeckt haben. Im Normalfall stehen Aliens quasi einfach nur schlafend irgendwo auf der Karte rum, so lange bis wir in ihre Nähe kommen und sie einmal gesehen haben. Ab dann springt ihre KI erst wirklich in den aktiven Modus und macht auch irgendwas. Das ist zumindest so der Durchschnitt, wie ich das bisher beobachtet habe. So, ihr stellt euch mal da in die Richtung, weil wir haben ja zufällig gehört, dass dort oben welche sind. Ihr überwacht hier. Tja, jetzt ist die Frage. Die Säule könnte genau im Weg sein, aber hoffen wir einfach mal, dass dem nicht so ist. Zur Headshot-Fähigkeit unseres Snipers komme ich übrigens noch bei Zeiten. So. Kommen die Hänger im Spiel? Ich habe 0 gedroppte Frames. Ah, da sind sie. Haben sie mich also gerade mal Lügen gestraft mit diesem, nee, die kommen nicht zu uns.
Manchmal tun sie es eben doch. Ihr seid alle ziemlich scheiße im Schießen, ne? Wollte ich mal so sagen. Tja. Bist ein guter Sniper, weißt du das? Renn doch mal dort unten hin. Von dort drüben kannst du bestimmt hinschießen. Dum, 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 dum. So, und ihr Kinners. Von wo versucht ihr denn hier zu schießen? Das zählt als eine komplette Wand. Das heißt, du gehst mal hier hin. Du siehst sogar beide. 23%, 23%, 40%, 40%. Manchmal ist es gleich, manchmal ist es nicht gleich. Ich weiß es einfach nicht. Mach'n tot! Idiot. So, du siehst immerhin einen Gegner von dort, wo du stehst. Das heißt, du bleibst da so stehen. Auch vorbei. Yes, Ray. Und du gehst mal hier hin. Da hast du eine schöne Säule als Deckung. Die ist doch lecker, oder? 22, 42. Mach 42. Oder, was auch sehr geil wäre, mach mal eine Rauchgranate. Weil das ist gerade eine sehr schöne Gelegenheit, um eine Rauchgranate zu benutzen. Unsere Leute stehen nämlich in Deckung, sind aber trotzdem ziemlich nah am Feind. Das heißt, jeder, der hier im Rauch steht, ist jetzt schwieriger zu treffen. Na, was macht er? Er schießt auf Takar und... Huh, vorbei. So, aus dem Nebel herausschießen hat übrigens keine Abzüge. Treffer, aber nicht getötet. Wir brauchen unbedingt bessere Waffen. Unbedingt. So, du... Ne, du bleibst da stehen, wo du bist. Du gehst hier vorne hin. Mann, habt ihr es drauf. So, jetzt könnten wir Headshot mal machen. Headshot ist eigentlich nur ein Schuss, der erhöhte Chance auf kritischen Treffer hat. 55% nämlich. Im Gegensatz zu 25% mit dem normalen Schuss. Das kann er unendlich oft pro Mission machen, aber nur jeden dritten Zug. Also es hat Cooldown auf gut Deutsch. Beziehungsweise sie, wie auch immer. Headshot ist ganz cool, aber bei dem macht es keinen Unterschied, weil die Trefferchance beeinflusst nicht und der hat eh nur noch einen Lebenspunkt. Deswegen schieße ich ganz normal. Vorbei. Man sieht es direkt anhand des Kamerahandlings, ob es ein Treffer ist oder nicht. Wenn keine besondere Kamerafahrt ausgelöst wird, ist es kein Treffer. Zack, so ist das schön. Dafür ist dieses Overwatch da. Dann tötet man Gegner durch so Aktionen. Na, was macht er? Wieder auf Takar. Schon wieder vorbei. Deswegen steht man in Deckung. Das ist wichtig. Oh! Shibi. Wir haben neue Freunde entdeckt. Ja, schieß mal da hinten auf die. Töte ihn, Treffer. So. Dann nimm du hier Deckung. 20%, das wird ja nichts. Aber man kann es trotzdem versuchen. Ich habe auch schon 5% Treffer durchgebracht. Hat auch schon mal geklappt. Und du gehst... Das Spiel ist auch gut, Trunks. Es lohnt sich eigentlich. Ist ein gutes Spiel, macht Spaß. Hat leider ein paar Bugs, aber keine fatalen. Oh, jetzt ist das Symbol gelb geworden. Wenn das Symbol eines Aliens gelb ist, bedeutet das, er ist zwar gedeckt, aber wir haben ihn flankiert. Das heißt, seine Deckung, die er hat, funktioniert aus dieser Perspektive nicht. Deswegen haben wir eine besonders gute Trefferchance. Bringt uns natürlich super viel, wenn die Waffe leer ist. 360. Du Depp! Toll, die Pistole macht maximal 2 Schaden. Das heißt, mit der zu schießen, bringt auch nicht so viel. Toll, musst du nachladen.
so Bugs, dass man manchmal mitten in der Mission nicht mehr steuern kann, das Spiel neu starten muss, hatte ich schon 3-4 Mal. Ich konnte nichts mehr machen. Es ist einfach nichts mehr passiert. Ich konnte nichts anklicken. Autsch, das war ein Treffer. War aber auch komplett ungedeckt. Wer ist das? Finsterdrache. Stirb nicht, Finsterdrache. Wir können übrigens die Kamera drehen. Nur, dass ihr meint, die Perspektive wird ja langsam scheiße. Ach, Drache, heil dich einfach. Deswegen gebe ich jedem Medkits mit. Man kann sich auch selbst mit den Dingern heilen. So, unser toller Sniper nimmt wieder auf seinem LKW Platz. Insbesondere später, wenn ein Sniper mal Erfahrung hat, dann macht ein höherer Standpunkt für ihn und größere Reichweite einen enormen Unterschied im Schießen. So, ich würde gerne hier hinten hin flankieren. Von wo kommt denn der Strahl? Der kommt von da unten. Das heißt, wenn ich jetzt dorthin renne, wäre es verdammt dumm. Dann bewege ich mich besser nur langsam. Hierhin. Und bleib im Überwachen-Modus. So, hier kann jemand schießen und das noch flankiert. Da mach doch mal. 55. Vorbei. Und die Gegner sind wieder dran. Der Buff ist abgelaufen und er macht den Buff neu. Ach, da steht er. Und er schießt. Und... Archie. Wollen wir doch mal... Ah, mein Nachhilfeschüler. Das heißt, wir müssen gleich beenden. Oh, toll, Vampis am Telefon. Da muss ich auch hier... ich öffne mal gerade. Das heißt, dann beenden wir auch gleich für einen Moment. Der Junge bezahlt dafür, dass er hierher doch kommt, also der kriegt dann auch anständige Nachhilfe. So, du hast noch Leben. 360. Ah, sehr gut. So, Finsterdrache. Du bewegst dich in diese Richtung, aber ganz vorsichtig. Und Taka, du kannst mal wieder im Moment nichts Besonderes schießen. Hallo Alien, bitte stirb. Treffer. Mission gewonnen. So, ich öffne mal gerade die Tür. So, aber ich mach grad aus. So, Kampf fertig, alles exzellent, niemand verloren, alle getötet. War wunderbar, haben wir gut gemacht. Und 360 wurde befördert und ist jetzt ein Heavy. 360. Du bist jetzt ein Heavy und hast eine Raketenwaffe anstatt der Pistole als zweite Waffe bekommen. Der aber nur einen Schuss pro Kampf aushält. Also Glückwunsch. Und ihr drei seid jetzt alle verwundet. Ihr werdet sterben. 6 Leichen und 12 Waffenfragmente haben wir bekommen. Und wir haben unsere 200 als Belohnung bekommen, dafür, dass wir Argentinien jetzt hier gerettet haben. Aber es ist jetzt Panik in Afrika und Nordamerika gekommen. Also bei denen,
denen wir nicht geholfen haben. So, jetzt haben wir eine Missy gemacht. Also, so funktioniert dieses Spiel. Der Situation Room ist jetzt noch freigeschaltet, den schauen wir uns beim nächsten Mal an. Aber für den Moment reicht das. Safe Game sagen wir jetzt. Darf ich keinen Namen eingeben? Hallo? Empty Slot, next. Ne, ich darf keinen Namen eingeben, alles klar. Na gut. Okay, dann bis später am Nachmittag. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.